Hallöchen, meine Freunde, lacht und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von StarCraft 2. Boah, war das ein geiles Ende nach der letzten Folge. Mich kribbelt's jetzt noch. So, ja, tut mir leid, wir haben leider nichts gesammelt für dich. Sorry. Ist leider so. Haben wir leider nichts rangekriegt, weil 1,5 Milliarden hätte ich nicht hingekriegt. Never ever. So, sie haben nichts mehr, aber sie möchte uns spät. Oh, guck mal da. Wie süß. Die Nerazim haben tapfer an unserer Seite gekämpft. Selbst als es um die Zerstörung ihrer Welt ging. Warum? Ihre wahre Heimat war immer Ajur. Sie haben weder ihre Herkunft noch das große Opfer jemals vergessen, das sie einst vor dem Untergang bewahrte. Ihr sprecht von Adun. Und so sprach Judicator Centurion. Adun jedoch verschonte die abtrünnigen Stämme, die sich da nennen, die dunklen Templer. Wir sahen den Ausbruch des Zwielichtsterns. In diesem Augenblick des Verrats übergab Adun die Ketzer und sich selbst dem Schicksal. Er reinigte Ajur von ihrem Makel, doch er schenkte ihnen das Leben. Verrat? Adun entschied sich gegen das Blutvergießen und ließ Barmherzigkeit walten. Er handelte edelmütig, Bewahrerin. Tatsächlich? Ich sehe die Geschichte mit den Augen derjenigen, die sie erlebten, Artanis. Vielleicht seid ihr deshalb so blind für alles, was vor euch liegt. Die Lehren der Geschichte erschließen sich uns nur, wenn wir sie rückblickend betrachten, ihre Auswirkungen erkennen. Als Bewahrerin erfahre ich Geschichte stets unmittelbar. So wie diejenigen, die in diesem Moment dabei waren, sie erlebten. Vielleicht sollte ich versuchen, mich auf eure Sichtweise einzulassen. Ja, solltest du vielleicht. Aber was ich geil finde, ist, dass er den auf der rechten Hand. Ja. Dass Artanis auf der rechten Hand den. Na, da sehen wir es ja. Die Klinge von Zeratul trägt. Und irgendeine Veränderung in ihm hat's gegeben. Was fandest du denn darum? Shakuras ist nicht mehr. Diese Welt ist in die ewige Nacht eingegangen. Doch die Traditionen, die wir dort prägten, werden wir uns bewahren. Besteht darauf noch Hoffnung, Matriarchin? Mehr als ihr ahnt. Was wisst ihr über den Pfad der Schatten, Artanis? Nur wenig. Euer Volk weiht nur selten Außenstehende in seine Bräuche ein. Er ist unser allerheiligster Übergangsritus. Die Initianten sind auf sich allein gestellt. Angehörige ihres Stammes attackieren sie aus den Schatten. Wenn sie standhalten, werden sie Schattenjäger. Vollwertige dunkle Templer. Warum erzählt ihr mir das? Auch ihr wart auf euch allein gestellt. Wie ein dunkler Templer standet ihr einer Überzahl Feinden gegenüber und riskiertet euer Leben, um das anderer zu retten. Ihr habt den Pfad der Schatten beschritten, so wie wir es tun, Artanis. Ihr habt die Kala verloren. Ihr seid nun ein dunkler Templer. Schön. Aber wir haben ja. Oh, wäre noch schön, wenn man da drauf könnte. Elasius? Shakuras ist gefallen. Und Amons Schlinge zieht sich fest dazu. Um gegen ihn aufzubegehren, werden Krieger allein nicht ausreichen. Als Hierarch wurde ich über Standorte informiert, an denen unsere Kalai-Wissenschaftler geheime Versuche mit einer neuartigen Waffentechnologie durchgeführt haben. In der Anlage auf Classius wurde das Richterprogramm entwickelt. Wir müssen uns diese ungemein mächtige Technologie sichern. Oder wollen wir erstmal auf Rayna treffen? Ich habe irgendwie Bock mehr auf Richtung Rayna. Die Terraner auf Kuahal. Doch. Haben, den haben wir ja schon gehört, das Geblab. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal Richtung Kuahal. Oh, das Action. Roger Schiff, hier spricht Commander James Rayner von der... Artanis? Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Freund Rayner, ihr scheint sehr beschäftigt zu sein. Tja, das übliche eben. Wer sind diese Aufständischen? Das Möbius-Korps.
Eine Spezialeinheit, die früher mal für Dr. Narut gearbeitet hat. Sie greifen Welten überall im Sektor an und lassen niemand am Leben. Sie werden wohl von Hybriden angeführt, den Berichten nach. Dann ist in der Tat keine Welt vor Amon sicher. Verstärkt die Schatten! Verlegt nach 7-Alpha! Bildet eine Schlachtformation! Sky Shield, die orbitale Verteidigungsplattform, wurde überrannt. Sie haben anscheinend ihre Atmosphärenstabilisatoren zerstört. Sie rast ungebremst auf Korhal zu. Genau auf Augustrad. Wir werden die Stadt retten, Commander. Greift ihre Flotte an und haltet ihren Angriff in Schach. In alten Zeiten, Kumpel. Wie früher. Dramatik. Und Mr. Ladebalken. Doch nicht. Schon, Mr. Ladebalken kommt ja später. Hat Grüße, ja, was zu uns. Grüße! Hat nichts zu uns zu sagen. Möchte sie etwas erzählen? Ja. Ich erinnere euch daran, dass das heilige Gesetz, die Daeun, es uns streng verbietet, in die Entwicklung niederer Lebensformen einzugreifen, solange nicht eine unmittelbare Gefahr für das Imperium besteht. Euren Entschluss, diesen Terranern zu helfen, finde ich verwunderlich. Warum nehmt ihr an, dass es sich bei ihnen um niedere Lebensformen handelt, Rohana? Das ist nicht bloß eine Annahme. Schaut sie euch an. Unzivilisiert, unterentwickelt. Ihre Kommunikation findet über primitive Artikulationsorgane, sogenannte Münder, statt. Viele dachten einst genau wie ihr, auch ich selbst. Aber ich habe ihren Großmut gesehen. Und bald werdet ihr das auch. Hier oberste Direktive, oder was? Viele meiner dunklen Templer haben sich freiwillig als Späher gemeldet. Sie werden uns über Armons Bewegungen auf dem Laufenden halten. Okay. Es scheint, als führte uns das Schicksal erneut zusammen, James Rayner. Ich spreche davon Glück. Glück ist ein rein menschliches Konzept. Wir Protoss sehen die Abfolge von Ereignissen und erkennen einen höheren Plan dahinter. Wie man es dreht und wendet, das Ergebnis ist dasselbe. Also, was führt dich hierher, Artanis? Terratul glaubte, dass das Artefakt in eurem Besitz, der Schlüsselstein, uns zu den Xel'Naga führen könnte. Wo steckt Terratul eigentlich? Der dunkle Prälat fiel auf Ajur. Seine letzte Hoffnung war, dass ich seinen Weg fortsetzen würde, um Amon aufzuhalten. Verdammt! Ich hatte schon immer befürchtet, dass seine Suche so enden würde. Sein Verlust ist schmerzhaft. Ich weiß, er war euer Freund. Viele gute Leute sind für dieses Artefakt draufgegangen. Und alles nur wegen seiner verdammten Prophezeiung. Wenn er es so wollte, dann gehört das Ding dir. Aber jetzt haben wir erstmal eine Stadt zu retten. Dann wollen wir doch mal eine Stadt retten. Sky Shield steckt in ernsten Schwierigkeiten, alter Freund. Wenn wir sie nicht reparieren können, schlägt sie wie eine Atombombe in Augustrad ein. Soldaten vom Möbiuskorps sind auf der Plattform. Die Typen sind lebensmüde. Die sterben lieber, als dass sie sich von uns aufhalten lassen. Okay, 10 Solarit kriegen wir, wenn wir die Mission an sich abschließen und 15 mit dem Bonusziel, also 25 insgesamt. Ja, dann machen wir doch mal, gucken wir, was wir hinkriegen. Jetzt kommt noch ein Mr. Ladebalken. Hallo, Mr. Ladebalken. Sie sehen etwas farbenfroher aus heute. So ein bisschen mit Gelb und Gold und Feuer und Britzel und Brutzel und Tod und Verderben und... Ach ja. Der Mr. Ladebalken, so ist er halt. Aber ich glaube, das ist die letzte Mission für mich, die ich heute jetzt erstmal aufnehme. Oh, Mr. Ladebalken ist fertig. Das ist gar nicht gut. Sky Shield hält nicht mehr lange durch. Wenn das so weitergeht, haben wir vielleicht 10 Minuten, bis das Ding mitten auf die Hauptstadt kracht. Eure Vermutung war korrekt, Commander. Das Möbiuskorps sabotiert die Atmosphärenstabilisatoren der Plattform. Der Schaden scheint reparabel zu sein, Hierarch. Ja, vorausgesetzt, das Möbiuskorps lässt uns was zum Reparieren übrig. Artanis, wenn du die Truppen ausschaltest, können meine Jungs die Stabilisatoren zusammenfinden. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Wir müssen schnell handeln. Der Absturz der Plattform wird sich nur mit der vereinten Kraft von allen 5 Stabilisatoren aufhalten lassen. Na, dann wollen wir doch mal.
Naja, wie gesagt, es ist wahrscheinlich die erstmal die letzte Mission, die ich heute aufnehme. Oder erstmal aufnehme, sagen wir es mal so. Der zentrale Stabilisator ist nahe. Wenn wir ihn zuerst sichern, wird er uns als Stützpunkt dienen, von dem aus wir die anderen angreifen können. Um dann erstmal Mittag zu futtern. Ich hab Hunger. Eine neue Wacht beginnt. Wir werden diese... Erstmal diese komische... Scharfschützen da gehen. Euer Befehl ist Gesetz. Dann den Turm. Hast du fertig? 3. Stabilitätsberechnungen aktualisiert. Commander, eure Konstruktionsfahrzeuge können mit den Reparaturen beginnen. Besten Dank, Arthanis. Meine Jungs stellen hier einen Sensorturm auf. Der sollte dich vorwarnen, wenn das Möbius-Korps hier vorbeischaut. Danke, danke. Ach, guck mal, mit jedem Turm wird auch die Zeit, die das Team braucht zum Absturz, natürlich geringer, weil, mir fällt gerade ein. Weil ist so. Genau deswegen. Aber sicher ist sicher, ne? Könnt ihr das Ding mal aufhören zu wackeln? Bitte? Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mal einen davon. Noch mal einen davon. Und das Ganze noch mal hier. Ja, es hat einen Grund, dass das in der Form passiert. Ne, Moment, da warst du. Und hier kommen auch noch mal 3 rein. 3 habe ich gesagt. Ich würde sagen, danach basteln wir uns. Wer schreibt mich denn hier schon wieder an? Und Professionalität hier. Oh, irgendeine Antwort gekriegt auf YouTube. Okay. Lese ich später das Kommentar. Ja, ich hätte gerne nochmal einen von den Jungs. Ich bin zurückgekehrt. Der braucht ein bisschen lange zum Porten. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Beginnt. Wir werden diese Welt beschützen. Euer Befehl ist Gesetz. Ich erfasse vor uns eine elektromagnetische Waffe. Das Feld, das von diesen Geräten ausgeht, wird langsam unsere Schilde beschädigen. Ihre Solarit-Reaktoren könnten uns möglicherweise nützlich sein. Ich empfehle dringend, diese Geräte zu zerstören. Diese Welt beschützen! Ich hab da zufällig was. Wir lassen sie geradewegs in unsere Klingen laufen. Bums, 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 bums. Ah, wahrscheinlich der 5 Pro. Sie ist gerade so schlecht, die Sonne scheint nämlich drauf. Meine Vermutung war korrekt. Diese Solarit-Reaktoren können die Leistung des Solarkerns erhöhen. Es befinden sich 2 weitere dieser Geräte auf der Plattform. Falls möglich, solltet ihr diese ausfindig machen. Und merken für die nächste Mission, das Ding wieder gehen ist. Gegen den Pylon eintauschen. So sei es. Wir werden diese Welt beschützen. Weil die Pylone mir eindeutig mehr gefallen. Mit ewiger Entschlossenheit. Ja, den holen wir uns dann noch, den Scharfschützen. Eine neue Wacht beginnt. Wir werden diese Welt beschützen. So sei es. Mit ewiger Zack. Entschlossenheit. Und dann, wo ist denn mein...
Mein Baudingsbumsi, komm mal mit. Baudingsbumsi. Ich hätte gerne noch hier einen Pylon. Und auf jeden Fall hier einen Pylon. Und dann kannst du mir einen noch davon hier hinsetzen. Zack. Zack. Und ich benötige nochmal 3. Ich bin zurückgekehrt. 3. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Und dann auf nach da. Der repariert weiter. Genau, dann starten wir uns hier schon mal den nächsten. Damit wir wieder auf 15 Minuten hochkommen. Boah, Sonne! Cool, voll entspiegelte Brille ist geil.